Hallo und herzlich willkommen. Richtig, sehr gut. Irgendwie ist das ausgegraut, jetzt nicht mehr. Ja, Bonusmultiplikator 1,2, keine Ahnung, was das heißt. Knofsa Level 4, ein weibliches ist es. Ja, Wurftechnik, okay, Erfahrungspunkte, läuft. Wir machen einfach mal weiter, 16 EP. Hä, wieso hat unser Evoli jetzt EP erhalten dafür, dass wir ein anderes Pokémon mit einem Ball beworfen haben? Also im Normalfall war es beim alten Pokémon ja so, dass du die Pokémons angreifen konntest. Die hatten auch so einen Lebensbalken. Und du musstest gucken, dass dieser Balken relativ klein ist, dann hat sich das Pokémon leichter fangen lassen. Und durch diesen Angriff hat eben dein Pokémon EP erhalten, Erfahrungspunkte. Und jetzt gibt es diese Angreifmechanismus nicht mehr, sondern diese Wurftechnik aus Pokémon Go, aus diesem Android-Game. Das war damals nicht so. Konntest du immer noch so deinen Gegner runterleveln. Auf jeden Fall haben wir hier einen Knofsa, ja. Pokédex. Die 69. Was? Ah, genau, die 69 haben wir gefangen. Einmal die 69! ja, wir sehen hier die Größe, wir sehen Gewicht und natürlich auch noch einen kleinen Text. Den darfst du am besten vorlesen, der Knofsa, das Pokémon beschreibt. So, bevorzugt einen warmen und feuchten Lebensraum. Es ernährt sich von kleinen Käfer-Pokémon, die es mit seinen Ranken fängt. Knofsa wurde in dein Team aufgenommen. Gibt's, und dann gab es auch noch so Pokémon Center, wo du dann quasi dein Pokémon wieder aufleveln kannst. Und so. Das habe ich schon mal gesehen. Aber halt im Server. Ja. Knofsa. Also, das finde ich jetzt hier gut, dass hier jetzt. Cool. dass es hier jetzt quasi kein Zufallskampf mehr gibt, sondern dass man sieht, wo denn jetzt genau die Pokémon stecken. Und ich glaube, das ist ein Trainer. Wir können den mal ansprechen. Also meistens, wir sprechen mit unserem Pokémon. Evoli ist ganz neugierig auf das Knofsa, was du gerade gefangen hast. Also im Normalfall, wenn das hier ein wirklicher Trainer wäre und der da vorbeilaufen würde, ein Ausrufezeichen über seinem Kopf erscheinen. Und dann würden wir das Ganze dann quasi mit ihm kämpfen und unsere Pokémons austesten. Aber ich will jetzt hier mal gegen das Taubsi kämpfen. Hallo, wo gehst du hin? Oha. Was? Ein Taubsi. Ein gutes Taubsi. Zielen. Natürlich zielen wir. Oh, das ging schief. Also die bewegen sich auch. Das war klar. Alter, wir haben bald keine Pokebälle mehr. Ohne Witz. Jetzt hüpft es wieder. Einfach fabelhaft. Ja. Nice. Wunderbar, eingetütet. Also ich finde schon schade, dass es das mit den Kämpfen nicht mehr gibt. Aber das mit der Wurftechnik ist jetzt auch nicht so schlecht. Muss ich sagen. 26 Erfahrungspunkte. Kekse. Ja, die Animation vom Pokédex finde ich auch toll. Für Taubsi wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Ein sanftmütiges Pokémon, welches lieber Sand zum Schutz aufwirbelt, als zurückzuschlagen. Ich glaube, das Taubsi wird zu Tauboga und dann zu Tauboss. Die zwei Entwicklungsstufen. Okay. Ja, Pokémon, es ist einfach wieder geil, mit dieser Materie was zu tun haben. Bin mal gespannt, ob das hier jetzt ein Trainer ist. Boah, was hast du denn da für ein cooles Pokémon? Ich hole nachher mein Lieblings-Pokémon, dann können wir kämpfen. Aha. Ja, da kann man das. Ach, alles klar. Oh, wir sind in der Stadt. Vertania City. Da ist dein Pokécenter, oder nicht? Lies mal, Tipps für Trainer. Tipps für Trainer, wenn dir die Pokébälle ausgehen, kannst du dir im Pokémon-Supermarkt welche kaufen. Wow, nee, das ist der Supermarkt. Ah. Muss ich jetzt mal sagen. Ja. Nee, Pokécenter, tatsächlich. Das sieht aus wie, weiß ich nicht, Kirby als Axolotl. Was? Was, Kirby als? Axolotl.
Das sind so, so Lurche, die im Lurchstadium hängen geblieben sind. Nee, das ist Chaneria heißt das Pokémon, glaube ich. Heilungs-Pokémon. Es tut mir sehr leid, aber unsere Maschine wird gerade gewartet. Komm doch bitte etwas später vorbei. Wahrscheinlich können wir dann auch erst zusammenspielen. Ja, eine schöne weibliche Stimme. Finde ich auch schön, ne? Richtig erotisch. Also die Ladesequenzen sind schon ein bisschen lang. Hey, soll ich dir was über Raupi und Hornlui erzählen? Ja, nein? Ich weiß nicht, ob wir was über seinen Raupi hören wollen. Raupi ist nicht besonders gefährlich. Hornlui aber hat einen Giftstachel auf dem Kopf. Du musst aufpassen, dass deine Pokémon nicht piekst. Heilands Donnerwetter. Das ist der Supermarkt. Ach, hallo. Du kommst aus Alabastia, oder? Man kennt's doch sicher, Professor Eich. Es ist eben eine Bestellung für ihn eingetroffen, aber ich habe gerade alle Hände voll zu tun. Würdest du sie für mich zum Professor bringen? Du erhältst das Paket vom Angestellten. Der Angestellte! Du verstaust das Item in der, im Beutel. Danke, das ist echt nett von dir. Richte Professor Eich doch bitte schöne Grüße von mir aus. Willst du sofort zu Professor Eichs Pokémon-Labor zurückkehren? Jo! Ah, wollen wir nicht noch ein bisschen im Kreis irren? Nö, wir geben das jetzt ab. Ist gerade geschickt, weil ansonsten, also im alten Pokémon mussten wir wieder zurücklaufen. Und dann, das wurde uns jetzt quasi geschenkt. Hallo Ma. Ach, du bist Eich. Hallo Bakoxi, na, wie verstehst du dich mit Evoli? Nanü! Was? Pfui. Na, da staune ich aber. Ihr beide seid ja jetzt schon geradezu unzertrennlich. Du scheinst als Pokémon-Trainer großes Talent zu besitzen. Oh, du hast etwas für mich? Du gibst Professor Eich das Paket. Ah, meine Lieferung ist also eingetroffen. Danke, dass du dir die Mühe gemacht hast, vermutlich, wenn Marco so freundlich wäre. Sie extra herzubringen. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob wir ihm jetzt Kaffee gebracht haben oder nicht. Das kann ich jetzt nicht mehr sagen. Professor Eich! Professor! Mein das Pikachu hat... Ich? Professor Eich! Professor! Ich habe da erst mein Pickel gelesen. Mein Pickel hat eine neue Attacke erlernt. Hey, der spricht nicht zu Ende. Was ist das? Wow, wie cool ist das denn, Maokoxi? Ist Evoli etwa einfach so an dir hochgeklettert? Trump, du kommst gerade richtig. Mich hat eben eine tolle Lieferung erreicht. Das ist für euch. Wir haben Himbeeren von Professor Eich. Himbeeren von Professor Eich erhalten. Wir verstauen die in unserer Fangtasche. Die sehen lecker aus. Nicht so schnell, du Schleckermaul. Die Beeren sind für Pokémon gedacht. Wirst du ein Pokémon eine Himbeere zu, Himbeere zu, bevor du es mit einem Pokéball anvisierst, freut es sich riesig darüber und lässt sich eher leichter fangen. Sagen Sie das doch gleich. Ich hatte die Beeren beinahe selbst gemampft. Ja, noch nicht. Dann wäre das auch geklärt, ihr zwei. Ob ihr möglichst viele Pokémon fangt oder lieber ein paar wenige besonders sorgfältig trainiert, bleibt euch ganz überlassen. Das Wichtigste ist, dass ihr Spaß habt. Nein, Money, dass ihr Umsatz generiert. Das zählt ja nicht, der will nur seinen Pokédex quasi. Der will mit uns kämpfen. Ja, ne? Das Trainerdasein besteht nicht nur aus dem Fangen von Pokémon. Trainer tragen untereinander nämlich auch Kämpfe mit ihnen aus. Ich zeige dir mal, wie das geht. Los, na, kämpfen wir. Es gibt aufs Maul. Nee, es gibt Stromschläge von Pikachu. Aufs Maul. Pokémon-Trainer Trump fordert dich heraus. Die Musik ist cool.
Der Blick. Das ist irgendwie Orchester, ne? Na, Orchester nicht, aber. Ja, so ein bisschen. Weißt du, so Geige, Violine und so Gedöns. Fall! Wo? Wir haben drei Pokémon, er hat nur eins. Ja, wir können hier unsere Pokémon wechseln. Die Frage ist, ob das so sinnvoll ist. Aber ich wollte mal sagen, wir kämpfen mal mit Taubsi. War das Taubsi nicht das, was eher unfähig war und mit Sand um sich wirbelt? Nicht nur, also Taubsi hat im Normalfall Wirbelsturm zu bieten. Los, Taubsi! Okay. Pikachu setzt Donnerschock ein. Das könnt ihr uns jetzt ficken, ja. Also, das ist sehr effektiv, ja. Ja. Aber wir können einen Angriff hier mit ihm starten. Tackle, Sandwirbel, Sandwirbel vernebelt quasi die Sicht, ne? Und dann trifft er nicht immer. Aber Tackle ist in dem Fall besser. Pikachu setzt irgendwas ein. Zu langsam. So ein. Es hat uns geregnet. Angriff von Taubsi sinkt. Er tackelt. Ach, wir können noch. Wir haben ihn ertackelt. Kampf! Warum hat der automatisch einen 6er Chikapu? Ja, weil der ja schon ein bisschen gekämpft hat. Ja, aber wir. Sorry. Unser Taubsi-Angriff sinkt immer noch. Aber es ist immer so, dass der bevorzugt ist, der Gegner. Zumindest am Anfang. Heuler. Das macht natürlich nichts. Das sinkt, glaube ich, unsere Immunabwehr. Ja gut, unser Taubsi sollte auch eh kurz vor Schrottpresse sein, oder nicht? Nee, also es gibt eben Attacken, die verringern jetzt eben die Sicht auf deinen Gegner, dass er mal daneben geht oder eben so, dass der Verteidigungswert sinkt, aber die machen jetzt keinen Aktivschaden im Gegensatz zu Donnerschock, Tackle und ja, Steinwurf. Ich meine, so. Unser Taubsi ist so gut wie über den Haufen. Richtig, genau, aber wir können trotzdem noch viel ausrichten. Ne? Also, das ist ja nur so ein Neben-Pokémon, nicht unser Haupt-Pokémon. Immer am Rumheulen hier. Also deswegen ist das auch gar nicht so schlecht, wenn die Gegner halt eben irgendwelche Attacken machen, was halt dein Attackenniveau runtersetzt, aber jetzt nicht dein Leben quasi bedroht fürs Erste. Es wird wieder geheult. Also er kann es meinetwegen 100 Heuler machen und wir machen 100 Mal Tackle. Geht da halt ein bisschen länger, aber der fügt uns jetzt halt keinen Schaden zu. Und jetzt sollt ihr auch mal wieder richtig angreifen, denn ich will ein anderes Pokémon einsetzen. Was macht denn der? Heulen, die ganze Zeit. Der war schon immer doof. Kann nur rumheulen. So, ich würde jetzt gerne hier... also, die Steuerung im Pokéball ist auf Dauer sehr fummelig, kann man sagen. Ja, wir wechseln. Ah, guck, wir sehen auch hier die Attacken. Tackle, Rutenschlag, Heuler. Taubsi wird wieder connected. Streng dich an, Evoli. So, und ich hoffe. Nee, aber ich glaube, wir können. Ja, klar. Das war klar. Es gibt so viel Schnauze. So, was haben wir hier? Ah ja, da. Wir können ihn mit unserer Rute schlagen. Wir können auch nur Tackle verwenden, was aktiv Schaden hinzufügt. Und der Rutenschlag, was macht der? Heuler. Oh. Es zieht. Nochmal. Tackle. So, jetzt setzen wir endlich mal dem Scheiß hier ein Ende. Das war's, Pikachu. Cool. Wir haben 31 Erfahrungspunkte erhalten und sind jetzt Level 5. Nein, 6. Level 6. Wenn wir Glück haben, haben wir noch eine Attacke dazu gelernt. Wir haben eine Verteidigung mehr. Ja, Ruckzucki. Da können wir dann quasi unseren Angriff... Knopfsi hat auch 31 Erfahrungen. Ah. Und Knopfsi ist 5 geworden, obwohl der gar nichts gemacht hat. Ah ja, das soll ich aber auch... Oh, der weint! Der hat eine Träne im Auge. Siehst du das? Wie? Am Auge. Was? Achso. Wie, was? Ich habe verloren. Du gewinnst 120 Pokémon-Dollar. Ja gut, einfach mal unserem Kumpel ein bisschen Geld abgezwackt.
Oh Mann, hätte ich den Mund bloß nicht zu voll genommen, wie peinlich. Ich hätte mein Pokémon vor unserem ersten Kampf richtig trainieren sollen. Lass uns das bald mal wiederholen. Na, wie war dein erster Kampf? Es gab voll aufs Maul, Junge! Das ist so New Kids-Style, ne? Ja, dein Partner Evoli hat sich ganz ausgezeichnet gemacht, muss ich sagen. So ein Feuerball, Junge! Ja, damals war es so, dass du wirklich, wenn du wolltest, dass ein Pokémon wirklich EPs abbekommt, musstest du wirklich das Pokémon auch im Kampf einsetzen und wieder zurücksetzen. Also, dass es einmal im Kampf war, musst du jetzt keine Attacke ausgeführt haben. Aber nur dann hat es EP bekommen und hier wurde es einfach unter deinem ganzen Team quasi aufgeteilt. Kannst du nochmal ins Haus gehen? Und dann rechts zur Karte. Versuch mal zu interagieren, das sieht interessant aus. Das ist ein Foto von Trump. Ich meine doch nicht den Vogel davor, ich meine die Karte. Apropos, geht nicht. Dann mach halt mal die Karte selber auf, irgendwie wird das ja. Wie kommen wir jetzt in unseren. Da guck, Beutel. Wie viele Knöpfe hast du ja nicht? Ja, Pokédex ist es nicht, Team auch nicht, Kommunikation, was ist das? Geheimgeschenk mit Freunden spielen! Du bist doch mein Freund, Magnus. Spieler in der Nähe, lokale Verbindung, jo. Einzelkampf, Doppelkampf? Ich glaube Doppelkampf, oder? Ah ja, genau, Doppelkampf, zusammenkämpfen. Bitte wähle dafür müsste ich das Spiel auch haben. Und lokal? Lukas. Lokal. Ach so. Hast du das Game irgendwo gerade rumliegen? Was? Nicht, dass das lokal gar nicht geht. Aber halt, doch, das geht lokal. Du kannst lokal zusammen durch die Welt quasi gehen. Aber du kannst natürlich auch mit Kumpels Pokémon tauschen. Dazu bräuchte dein Kumpel dann natürlich auch das Ganze. Also, ja genau, hier könnte man dann mit ihm kämpfen. Hier Pokémon tauschen. Bitte wähle denselben Erkennungscode wie der Spieler, mit dem du dich verbinden willst. Wir verbinden uns mit uns selber. Ach nee, das geht nicht. Da müsste jetzt bei dir da auch so ein Pokémon-Code anzeigen. Meinetwegen Evoli, Pikachu und Shigi. Ja, aber ich hab das Spiel. Eben. Weit entfernter Spieler. Ja, guck, das sieht für mich aus, als gibt es das lokal nicht. Aber doch, du kannst. Dann kommt das wohl doch noch im Spiel. Das klingt halt so, dass es halt lokal insoweit funktioniert, dass du halt, wenn du einen zweiten im Netzwerk hast, möchtest du den? Das wäre jetzt natürlich blöd. Versuch mal Y zu drücken, was auch immer jetzt Y ist. Du kannst irgendwo noch Einstellungen aufrufen. Sagt er zumindest. Mach du mal mit dem Y. Passiert gar nichts. Ja, du musst halt erst noch connecten. Also suchen quasi. Ja, mich lässt dann wieder nicht. Ja, gut, das funktioniert nicht. Amazing. Ja, ich weiß jetzt nicht, wo hier Y ist. So viele Knöpfe hat dein Controller nicht. Eben, der hat ja nur zwei. Eigentlich ja. Oder unten noch? Nee. Keine Ahnung. Ich auch nicht. Team? Probier mal Team. Der Team ist dann quasi meine Pokémons. Ganz viele Evoli, Pokémon. Knossa, Taubsen. Aha. Okay. Ja, aber das muss auch lokal gehen. Was ist das? Ja, so haben sie es suggeriert. Wo hast du die Packung? Rucksack. Genau, guck mal, das ist eine gute Idee. Welcher? Der hier. Genau, ich habe da nur einen. Oh, Markoxi! Wenn Evoli so auf dir sitzt, wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe genau das richtige Geschenk für euch. Du erhältst ein sportliches Set. Du verstaust das sportliche Set in deinem Klamottenkoffer. Wenn du Evoli dieses Set anziehst, könnt ihr im Partnerlook auf Reisen gehen. Ihr könnt Evoli was anziehen? Offensichtlich schon. Das ist weird. Oh, guck mal, Evoli freut sich. Sieht überglücklich aus. Ja, das ist schon ziemlich cute.
spielen? Spiele mit Evoli Joy-Con. Führe die Hand zu Evoli und bewege sie. Aber wir können jetzt quasi sie streicheln. Also. Er ist jetzt natürlich blöd mit dem Pokéball. Wie geht kann das? Kann mit einem Joy-Con pro Spieler gespielt werden. Keine Ahnung. S-Pad weg. Ja, moin. Willst du ihn nicht streicheln oder so? Keine Ahnung, wie das geht mit dem Pokéball. Na, wollte aber jemand deine Aufmerksamkeit. Sieht aus, als würde Evoli sich wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X-Knopf drückst und im Menü mit Evoli spielen auswählst, kannst du mit Evoli spielen, wann immer du willst. Aha. Wenn ich jetzt wüsste, was Y wäre, Magnus. Kannst du mit deinem Evoli spielen. Was ist das von Opa? Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items, also komm ruhig mal vorbei und schau dich um. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier, bitte. Du erhältst einen Trank. Wodka Bull. Was? Wenn Trainer gegeneinander antreten, kommt es vor, dass Pokémon dabei verletzt werden. In so einem Fall solltest du ihnen Tränke geben. Die Ränke geben. Alles klar. Das ist ein Ratzfratz. Ich würde sagen, das fangen wir noch und dann machen wir wieder einen Cut und dann darfst du mal ausprobieren. Ein wildes Ratzfratz erscheint. Zielen, werfen, fangen. Alter, der Pokéball hat sich gerade verschlossen. So. Klasse, Ratzfratz wurde gefangen. Lies vor, Magnus. Evoli, Knopfsa und Taubsi. Das Taubsi ist upranked. Level 5. Und wir haben Windstoß erlernt für das Taubsi. Genau. Für Ratfratz wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Das ist die 19. Es ist normal. Es ist eine Maus. Eigentlich. Genau, 0,3 Meter, 3,5 Kilo. Was? Ja, steht da. Größe 0,3 Meter. Ja, ich weiß, aber das passt doch nicht. Wie kann man nur so klein sein und so viel wiegen? 3,5 Kilo. Ja, für eine Ratte. Für eine Maus. Ja, 0,3 Meter ist so 30 Zentimeter. Das ist ein Dreiviertel von einer Katze. Das ist doch vollkommen okay. Aber eine Maus ist doch nicht so groß. Ja, ist es auch nicht, aber 0,3 Meter. Also so ein Stück. Ja, das schon, aber das Gewicht stört mich. Aber ist ja, ja egal. Zu einer fetten Maus, also eher Ratte in dem Fall. Ja, das war's erstmal von dem zweiten Part Pokémon. Jetzt darf Magnus spielen und ich muss noch recherchieren, wie wir denn zu zweit spielen können, denn das geht lokal auf jeden Fall. Wenn sich Trainer in die Augen gucken, dann fliegen die Fetzen. So sieht's aus. Und die Fetzen fliegen erst im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.